Wer seid ihr? Ihr, der vor gleißendem Licht erzittert und ein bröckelndes. Sagt, Prinz des gefallenen Reiches, wer seid ihr? Wie lange lag ich hier schon? Damit herzlich willkommen zu Unsolid, meinem weiteren Pixel-Projekt auf meinem Channel, worauf ich mich schon wirklich sehr lange gefreut habe. Ich habe das gesehen und dachte mir so, Mensch, das erinnert mich ein bisschen an Dark Soul oder so an Souls-likes. Der Anfang lief ja natürlich ein bisschen bescheiden, dass ich das nie so schnell lesen konnte. Ich wusste ja nicht, dass das so schnell lädt. Aber wollen wir nicht lang reden. Und ich glaube, da Unsolid ist jetzt auch aus der Early raus. Das war ja die ganze Zeit in Early Access. Und jetzt am 28.04. soll das Spiel in die Beta gekommen sein. Aber ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, wir starten jetzt. Und wir sind, glaube ich, dieser junge Mann, den habe ich einfach Ark genannt. Ich sollte ihm einen Namen geben. Und dann schauen wir mal mit Y, was jetzt hier ist. Ein Kind wie du. Hier? Wie du sehen wirst, ist es unmöglich, von hier herauszukommen. Je mehr du es versuchst, desto trauriger wird es. Puh. Schon besser. Trotzdem kann ich nicht einfach ruhen. Angriff? Okay. Boah, krass. Was ist das? Kann ich das mitnehmen? Nö. Schutz. Wow. Hat er super geklappt mit dem Schutz. Voll ausgewichen, ey. Geil. Und zum Teufel tun sie das. Es ist so qualvoll. Du riechst auch nach ihr. Bitte lass mich in Ruhe. Die Frau. Eine Frau, die sowas tun würde. Wow. Ach Gott. Oh Gott, ich werde hier jämmerlich scheitern. Das nicht aufsaugen? Oh, Spezialseele wurde aufgesaugt. Drücke die Seelentaste für Infos. Welche denn? Dieter? Ah, eine Passivseele. Passivseelen wurden sofort nach Erhalt aktiviert. Oh. Ach du Heimatland. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einige Passivseelen schalten Talente frei. Verstärke mindestens auf Stufe 1, um sie einzusetzen. Verstärken ist nur nach Abschluss einer Etappe oder an bestimmten Orten möglich. Im Normalzustand kannst du Eigenschaften und Steuerung von Talenten nachlesen. Okay, Angriff durch die Aufnahme von Seelen. Die Aufnahme ist auch während dem Einsatz anderer Techniken möglich. Der Angriff ist... Dieses Icon stellt die Attribute von Ladehieb dar, dem aktuellen Talent. Benötigte Seelenkugeln? Der Schutz des Feindes kann zerstört werden. Besondere Objekte können zerstört werden. Die Attribute des Talents Ladehieb sind wie obig genannt, denke ich mal. Wenn man Attribute clever nutzt, kann man stets die Oberhand behalten. Näheres über die Attribute von weiteren Talenten kann man jederzeit unter Tipps und Leitfaden nachlesen. Okay. Ah, hier, jetzt. Der Angriff ist breit und zerstört besondere Objekte. Cool. Achso, jetzt hab ich jetzt so eine Seele am Start? Ja, ne? Nee, warte mal, hier nicht. Da nicht. Angriff per Ansturm auf Feinde stößt Feinde weit weg und erteilt Wandstoß, wenn sie ein Objekt dahinter befindet.
Derzeitige Stufe 1. Seelenzähler Aufnahmerate steigt. Ansturmstiche per Verkettung sind bis zu zweimal in der gleichen Richtung möglich. Oh mein Gott. Okay. Dude, ey, bleib cool. Oh, und das war Abwehren. Change, okay. Gradiva, Lebenspunkte erhöhen, speichern und verstärken. Gespeichert. Bei wichtigen Gradiva ist Verstärken möglich. Verbraucht rote Seelen. Halte die A-Taste gedrückt, um zu verstärken. Pro-Technikfeld. Für die Eigenschaften der nächsten Stufe weiter. Okay. Als ob, hä? 3000 und hier ist noch alles gesperrt. Na, das ist auch nicht schön. Oh, Lebenspunkte. Okay, maximale Lebenspunkte steigen, Ausdauer und Seelenkugeln. Du wirst empfindlicher auf Seelen in der Nähe, sodass feindliche Lebenspunkte, Ausdauer und Seelenkugeln angezeigt werden. Okay, das klingt erstmal nicht schlecht. Also das erste habe ich, ja? Sehe ich das richtig? Maximale Anzahl der Seelenkugeln steigt. Ho, 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 Moment. Da, Entschuldigung. Der Hund verlangt Aufmerksamkeit. So, aber verstärken. So. Oh, wo habe ich denn jetzt meine Seelenkugeln hin? Ach, hier. Ass. Alle Techniken können per Verkettung ohne Verzögerung kombiniert werden. Wenn nach einer Technik der Spieler gelb leuchtet, bedeutet das, dass eine Verkettung möglich ist. Was hast denn du jetzt gemacht? Ach, Däumatland. Oh, okay. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich das gerade hinbekommen. Das wird mir wirklich. Anhand Verkettungen senkt man die Verzögerung von Techniken und vermehrt Feinden die Chance auf Konter. Ach, verwehrt. Um sie mit Kombos sicher zu überwältigen. Sogar wenn Feinde in der Überzahl sind, kann man anhand von Verkettungen flexibel reagieren und die Überhand behalten. Och, krass. Ich hoffe, dass das jetzt alles funktioniert. In dem Raum, ich habe das gar nicht so schnell mitbekommen, in dem Raum, wo auf einmal der Kodierer überlastet, konnte ich nichts mehr machen. Kombo-Verkettungen. Die soeben eingesetzten Techniken können per Verkettungen verbunden und als ganz eigene Kombos gestaltet werden. Automatik-Verkettung. Wenn man nicht an Timing-Systemen wie Verkettungen gewohnt ist, kann man per Automatik-Verkettung eine Kombo-Verkettung einfach einsetzen. Ich werde dieses Wort anfangen zu hassen. Verkettung. Allein durch die Tasten für Angriffe, Aufsaugen und Talente führt die jeweilige Technik zur Kombo-Verkettung. Die Technik für jede Taste sind wie folgt und welche Techniken ausgeführt wird, hängt an der Bestand der Seelenkugeln und der vorherigen Technik ab. X-Attacke, Dreifachschnitt, Ansturmstich, Sprint, Ladehieb, Geisterschlitzer, A. Aufsaugen, Seelenfesseln, Geisterblut, Sprint, B. Talent, Seitenschnitt, Seelenspringer und Sprint. Beispiel 1. Wenn man nur Angriff-Taste stetig drückt, Dreifachschnitt, Anschlussstich, Sprint, Dreifachschnitter und Geisterschlitzer. Beispiel 2. Wenn man nach 3 Angriffen und eine Talent-Taste drückt, Dreifachschnitt und Seelenspringer. Bedeutet so viel wie... Was hast du selbst davon, wenn du die Toten rettest? Das wird dir trotzdem nicht deinen Wunsch ermöglichen. Ist erstmal egal. Aber wir können ja probieren, hier rauszukommen. So, wie war das? Was auch?
Hey. Boah, geil. Warte mal, wie war das? So. Man kann schon, ich muss schon sagen, man kann schon extrem viel Blödsinn bauen hier. Oh, dann gehen wir nochmal hier rein. So, jetzt bin ich drin. Oh, wie oft denn noch? Bitte, lass mich ruhen. Hört mich denn niemand? Ach, der sitzt aber auch viel zu weit drüben. Den kann man gar nicht richtig lesen, der Newt. So, das nehmen wir mit. Boah, jawoll, das war doch geil, hä? Ach hier, so ein Offladehieb machen wir nochmal. So, aufgeladen. Geil. Ja, ich will ausweichen. So, ausgewichen. Okay. Sorry, das hatte ich noch verloren. Bei giftigem Gas muss man LT und RT drücken und in eine Richtung, dann macht man diesen Geistersprint. Ach, mir juckt die Nase heute. Geisterkugelsystem wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Geisterraserei verbraucht eine Geisterkugel, um nach einem erlittenen Treffer den Folgeschlag des Feindes auszuweichen. Beim Aktivieren ist man kurzzeitig unbesiegbar und die Ausdauer wird etwas erholt. Geisterfüller verbraucht eine Geisterkugel, um die leere Ausdauer auf den Schlag zu erholen und den Angriff fortzuführen. Geisterkugeln füllen sich stetig wieder auf. Wenn man nach der letzten verwendeten Geisterkugel genug Zeit vergangen ist, wenn man von Feinden getroffen wird, ständig die wieder proportional zum Schaden. Wenn Feinde lila Seelen erzeugen und man sie aufsaugt, wird eine Kugel erholt. Geisterraserei. In eine Richtung. Haben wir gerade gemacht. Geisterfüller. Neutral. Was? Okay. Chain. Habe ich jetzt gekontert? Ja, habe ich. Wenn man nach einem Konter zum passenden Timing eine Angriffstaste drückt, wird die Konterverkettung ausgelöst. Sie ist so mächtig, dass sie viele Feinde auf einmal überwältigt. Aber das Timing ist dementsprechend anspruchsvoll. Konterverkettung, bevor der feindliche Angriff den Spieler berührt. Boah, krass. Boah. Betätigt man die Schutztaste passend zum Angriff des Feindes, wird die perfekte Verteidigung ausgelöst. Daraufhin kann man per Angriffstaste zum Konter oder zur Kombo-Verkettung führen. Es führt nicht zur Konterverkettung wie bei einem normalen Konter, aber da man die Schutztaste nutzt, wird der Konter etwas sicherer. Perfekte Verteidigung, bevor der feindliche Angriff den Spieler berührt. Also ob das jetzt noch so Dark Souls-mäßig ist, weiß ich nicht. Ich bin da leider nicht so bewandert da drin. Amui, du warst das. Hör auf mit deinen törichten Spielchen. Jetzt komme ich dem näher. Aber es ist noch nicht genug. Oh. Ich konnte gar nicht ausweichen. Hey, Dudin, was hätte ich tun sollen? Getötete Feind. Ach so. Oh. Punkte. Oh. Rang B. Na, das könnte aber besser sein, oder? Es ist zu instabil. Was hast du denn angestellt, Inzuba? Es bleibt uns keine Zeit. Mach schneller. Was geschieht hier? Hier ist der Abgrund.
Du kannst den Kampf frei üben und im Menü Angriff und Verteidigungssystem oder Kombo-Demonstration zum Üben auswählen. Wenn du eine Aufgabe erfüllst, erhältst du Bonusseelen. Zum Abgrund kannst du über Gradier oder nach Abschluss einer Etappe kommen. Abgrund einstellen und öffnen. Trainiere zuerst die Angriffs... Ja. Aufsaugen. Habe ich aufgesaugt. Was? Per Aufsaugen kann Ausdauer schnell aufgeladen werden. Dafür fällst du bei Feinden auf. Also vorsichtig bei der Nutzung. Ja, alles gut. Weiter. Neutral. Bester Füller. Wuhu. Geil. Das ist schon eine geile Attacke hier. Verbraucht eine Geisterkugel, um etwas Ausdauer zu erholen. Auch nutzbar während einer Verkettung. Naja. Verbraucht eine Geisterkugel. Oh! Ey! Hallo! Was? Bin angegriffen in irgendeine Richtung. Hä? Oh, das war doch gut. Was ist das? Hä? Hä, ja, das ist doch gut alles, oder? Ich probier's nochmal. Angeblich hat's geklappt. Ich weiß zwar nie wie. Aber ist egal, wir haben's geschafft. Okay, das hätten wir. Wie komme ich wieder zurück? Okay, jetzt ein Demo-Kombo. Das war gut. Ich sprinte doch. Junge, siehst du nicht, wie ich hier sprinte? Ich hab das gepackt. Was kann ich wegrennen, du Lump hier? Huch. Ach. Ah, ich bin Knulle. Okay, krass. Das ist ja Wahnsinn. Aber ganz raffen zu. Aber. Na, ist doch. Die hätte ich einsammeln müssen, war. Während der Sprint X. Okay, das ist cool mit A.
Hä? Okay. Oh, das ist cool. Boah. Schön an die Wand dran. Ja, ja. Warte mal, erstmal wieder gegen die Wand. So. Nein, erst gegen die Wand. Geil, geschafft. Und alles einsammeln. So, was kommt jetzt? Oh Gott. X. X, Y und X und dann in irgendeine Richtung und... Ah, das ist mir alles zu viel. X, ja, und Attacke. Wow, okay. Wir können den Abgrund verlassen. Tipps und Leitfaden. Och, ey, wer soll denn das lesen, bitte? So, Ili Plateau, antike Ruinen. Oh, ich glaube, jetzt geht das Spiel richtig los. Wir haben ein bisschen trainiert, ich glaube, den Rest... erfahren wir dann beim Spielen und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Spiel sagt, ob euch das gefällt oder nicht. Und würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye.